Da ist zwar ein Buch drin, aber du isst mal was. Aber ich habe keine Lust, hier wieder Gegner zu rufen. Fürs Erste jedenfalls. Also ich merke mir, hier ist ein Kampfkreis. Ich will erstmal den blauen Kristall finden. Und ja, ich gucke mich jetzt erstmal in dieser Richtung weiter um. Und oh, die sind auch wieder da. Hier liegt schon mal eine Healing Potion, ein Langschwert und Scroll of Invisibility ist ein Luftspell. Und ein Varg. Bist du ein einzelner Varg? Schwert ist leichte Waffe. Die nimmst du mal in die Hand. Jawohl. Endlich mal wieder ein Gegner, der nichts kann. Und da hinten sind noch mehr Waage. Auf der anderen Seite von der Brücke. Okay, wir gehen mal kurz wieder weg. In der Hoffnung, hier kurz Ruhe zu finden. Und ja, eigentlich hatte ich gehofft, dass hier irgendwie eine Abkürzung oder so ist. Scheint aber keine zu sein. Ruhe zu finden. Hier müssten wir Ruhe finden. Ich will mir mal kurz das Schwert ansehen. Du müsstest viel, viel besser sein als die Waffe. Und auch besser als die. Das heißt, der Degen kann dann weg. Bist eine leichte Waffe. Hast aber immer noch, glaube ich, keine Accuracy. Ja, doch, Accuracy von 12. Und du hast auch Accuracy von 12. Im Vergleich, du hast 40. Du hast 2. Ja. Du bräuchtest dringend Dexterity. So, aber wir sind jetzt gewaffnet. Für den Kampf gegen die beiden Waage hier. Und ja, ich lege mich irgendwie lieber mit den Waagen an, als. Hey, Fleisch. Als mit den Steinkerlen. Weil die Waage sind dann doch ein bisschen angenehmer. Die nehmen wenigstens auch Schaden. Im Gegensatz zu den Steinkerlen. Und ich habe ja ein Secret für dieses südliche Gebiet, für den Bock gefunden. Der irgendwie im Allgemeinen doch etwas freundlicher klingt als die Gebiete im Norden. Ja. Komm, stirb endlich irgendwann mal. Wow. So. Und das Schöne ist an denen, die geben Fleisch. Käse, Fleisch, das kann alles mal wieder hier reingepackt werden, damit wir Zeug haben. Du gibst mal die Sache hier ab. Schild behältst du für den Tag. Ich habe hier eine Kuschelkiste, da kann so Zeug mal rein. Dann kann bei der nächsten Gelegenheit mit bei der Kiste unseres Vertrauens ausge sortiert werden. Gut, du bist ganz schön überladen. Es gibt, glaube ich, einen Skill. Athletics ist es sogar, glaube ich, ja. Auf den muss ich auch hinaufarbeiten. Und ich habe beiden Accuracy ja gegeben. Stimmt. Deswegen würde ich sagen, erstmal Heavy Weapon das nächste Mal wieder, dass beide auf 3 sind. Und dann mal Athletics, dass sie mehr tragen können und mehr, definitiv mehr aushalten. So, hier ist wieder so ein Mana-Kraut. Ein Heilpilz und ein Schädel. Schädel kommt ab in die Kuschelkiste. Mal gucken, ob wir alle Schädel finden können.
Im ersten Teil gab es ja sogar extra einen Erfolg, wenn man alle Schädel gefunden hat. Pfeile. Was habe ich über Waffen auf einem Altar gesagt? Nicht vertrauen. Deswegen LP022. Gott sei Dank. Und jetzt können wir die Waffe von dem Altar nehmen. Und es passiert nichts. Volley Special Attack. Du machst schon mal mehr Schaden. Wie sieht es mit dem Echo Race hier aus? Ist immer gleich. Okay, das heißt... Obwohl, das ist eine Fernkampfwaffe. Aber die können wir da rein. In die Ausmistkiste. Fernkampfwaffe kommt hier rein. Pfeile. Habe ich 5 Stück. Ist nicht viel, aber ist etwas. Und dann heißt es weiter umsehen. Und wir haben endlich mal eine gescheite Schusswaffe. Also ich muss sagen, sie haben sich sehr viel Mühe gegeben mit Grimrock. Nicht nur, dass das Ding da richtig bedrohlich aussieht, sondern auch solche Sachen wie hier der Brunnen. Sieht sehr schön gemacht aus. Sehr schön designt und so. Ich kann da das Wasser absuchen. Ich kann hier nicht durch. Ich kann auf die Druckplatte treten. Und damit das Gebiet da aufmachen. Oder ich mache hier ein Gebiet auf. Ja, ich glaube, ich gehe definitiv hier in dem Gebiet weiter rum. Das ist dann doch viel angenehmer, als mit den Steinmenschen im Norden sich zu beschäftigen. Auch wenn ich nicht unbedingt in diese bedrohlich aussehende Festung rein möchte. Obwohl, doch möchte ich eigentlich. Ich möchte sehen, wie sie von innen gemacht ist. Ich bin ja richtig neugierig auf die ganzen Gebiete. So, jetzt probieren wir mal den Schlag aus. 24 Schaden, das ist nicht wirklich toll. So. Aber wir kriegen Essen. So, und du bist überladen. Das heißt, das Essen geht mal an dich. Okay, das heißt, du kriegst die Waffe wieder, weil die mehr Schaden macht. Und das Ding geht da rein, so. Also, wir haben die Möglichkeiten, uns wieder zu heilen. Nein. Haben wir ja erst vor kurzem und ich will nicht ständig. Zweite Möglichkeit, wir gucken uns hier im Wasser um. Finden ein Secret. Ein sehr gutes Secret sogar. Gehen kurz nochmal an Land. Damit wir nicht ertrinken. Und wieder runter. Nehmen die Pflanze mit. Und finden einen Weg weiter im Wasser. Nein. Okay, wir haben das Gebiet im Süden gefunden. Das ist der Keybridge Bock. Und das ist ein Sumpf. Da hätte ich darauf drauf kommen können. Also ja, wir können in den Sumpf. Wir können aber auch... hier lang weiter. Was ist hier? The Cache. Der Speicher? Und hier sieht es so aus, als ob wir Fackeln anzünden. Nein, ich weiß, was das hier ist. Garantiert. Ja, da sind sogar die Elemente drauf. Feuer. Okay, aber nein, die Essenzen will ich erstmal behalten. Aber mich hier weiter umschauen. Ja, wie gesagt, Grimrock 2 ist Open World. Das haben wir jetzt vorhin zu spüren bekommen, als wir in diesem nördlichen Gebiet waren mit den ganzen Untergebieten.
wo wir ständig gestorben sind. Beziehungsweise viel einstecken mussten. Also das Gebiet ist schon mal nichts für uns. Und das muss dann wohl das Schloss von Nex sein. Ah, ich bin jetzt hier. Wow. Du schon wieder. Okay, Wag und so eine blöde Wurzel. Uah, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja. Erstmal weg mit dem Wag, so. Unsere Pfeile und alles aufsammeln. Und dann gut umgucken. Achso, du bist immer noch dort versteckt. Nee. Auf jeden Fall vergiften wir dich wieder. Au. Gehen in unser eigenes Gift rein, werden wieder selber vergiftet. Ja, spuck ruhig Gift. Ich kann dich von hier aus abknallen. Wenigstens etwas. Okay, da bist du. So. Ich gehe einfach hier im Kreis. Na, das ist jetzt eine blöde Stelle. Komm raus. Komm raus. So, ich muss mich daran gewöhnen, dass, wenn ich sie nicht sehen kann, sie hinter mir ist, während sie so laut grölt. Au. So. Weg. Esst beide mal kurz was und dann schlafen wir eine Runde. Dann wird es hoffentlich wieder Tag und freundlicher. Ja, wird es auch. So, da ist was verborgen. Da ist Fleisch. Fisch. Oh, du bist überlastet. Hat einer von euch beiden Hunger? Ja, du hast ein bisschen Hunger. Und du hast hier Money. So, hier liegt ein Hammer. Kriegshammer ist eine schwere Waffe, oder? Macht schon mal mehr Schaden. Gib mal etwas Essen ab. So, du kannst viel tragen. Gut. So, wir haben jetzt den zweiten Rückweg geöffnet, denke ich mal. Ja. Und wirf die Fackel weg. Es ist Tag. So, nimm dein Schild in die Hand. Das ist dann doch etwas wichtiger. Der Hub. Okay, noch so ein Gebiet. Und hier liegt etwas, was wir mit dem goldenen Schlüssel einsammeln könnten. Leather Gloves und noch so ein Ding. Leather Gloves sind Protection plus 2. Du hast die Thief Gloves. Du hast noch nichts. So. Sicher ist sicher. Du hast jetzt einen Kriegshammer. Okay. War da was an der Mauer? Oder habe ich mich verguckt? Nee, das war nur Geglitsche. Das sieht aus wie ein neuer Zauberstab. Also da geht's runter, da geht's runter. Und da geht's weiter. Und hier gibt's noch was. Ich würde ja ehrlich gesagt schon gerne diese beiden Gebiete erkunden und herausfinden, was das für ein Gegenstand ist. Deswegen, ohne dass ich den Schlüssel jetzt verschwende,